Und damit mich alle sehen, kann ich mich trotzdem noch hier dann dazuschalten oder dann eben wahlweise hier hin und her. Das werde ich so ein bisschen nutzen, aber das nur am Rande. Okay, so, ich möchte das aufzeichnen lassen. Dann läuft die Aufzeichnung. In diesem Sinne auch ein herzliches Hallo und ein Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist David Lohner. Ich bin vom, wie es hier schon zu sehen ist, Karlsruher Institut für Technologie und möchte heute über dieses Thema sprechen, nämlich über digitale Notizen und wie man damit vielleicht zur eigenen Wissensdatenbank gelangen kann. Und ich bin selbst etwas überrascht und erstaunt und freue mich natürlich wahnsinnig, dass heute so viele Leute hier sind und sich für dieses Thema interessieren. Ich kann nur mutmaßen, woher dieses große Interesse kommt. Möglicherweise, so habe ich gestern mit einigen Kollegen darüber gesprochen, liegt es tatsächlich daran, dass wir uns seit ja, knapp 2 Jahren irgendwie im Ausnahmezustand befinden. Alle arbeiten zu Hause, die meisten von uns arbeiten digital und haben vielleicht jetzt das Bedürfnis erkannt oder anerkannt, dass man irgendwie auch sein digitales, ja, seine digitalen Daten verwalten muss und organisieren sollte. Und ich hoffe sehr und freue mich, wenn ich da heute ein bisschen zu beitragen kann. Aber nochmal zu mir. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Ich habe eben schon gesagt, dienstlich bin ich eben vom Karlsruher Institut für Technologie und dort arbeite ich sowohl am Institut für Berufspädagogik und allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt in der Lehre. Das heißt, ich ja, lehre in dem Bereich, in diesen Studiengängen Pädagogik und Berufspädagogik mit dem Schwerpunkt auf dem Thema oder Themenfeld Medienkompetenz und hänge aber auch mit einem Fuß in der Lehrerinnenbildung hier am KIT, sodass ich also junge Menschen dabei begleiten darf, den Weg ins Lehramt zu gehen. Auf der anderen Seite bin ich seit 6 Jahren inzwischen Mitarbeiter am Zentrum für mediales Lernen, auch hier am Karlsruher Institut für Technologie. Und dort sitze ich hauptsächlich oder beinahe ausschließlich in der Medienproduktion. Das heißt, wir produzieren sehr viele Erklärvideos, Lehrfilme, Lehrvideos, wie auch immer man die nennen möchte, interaktive Lernmodule für Online-Schulungen und andere Online-Kurse, aber auch sogenannte MOOCs, diese Massive Open Online Courses, die ja in den vergangenen Jahren sich großer Beliebtheit erfreut haben im Hochschulkontext. Das ist so mein dienstlicher Background, aber ich bringe natürlich noch ein bisschen mehr mit, und zwar habe ich das hier mal als semi-privat bezeichnet, denn ich bin tatsächlich in meiner Freizeit Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, habe mir dort so ein bisschen das Thema Forschung und auch Nachwuchsförderung auf die Fahnen geschrieben. Und wer meinen Namen googelt oder mal in die Fußzeile dieser Folie schaut, wird sehen, dass ich auch im Netz sehr aktiv bin. Ich habe einen eigenen Blog, wo ich hier mal hier und da ein paar Gedanken von mir teile. Ich bin auf Twitter sehr aktiv und wenn ich kann, so wie zum Beispiel heute, und Dinge in Videoform von mir entstehen, teile ich die, wenn möglich, auch über das große Videonetzwerk YouTube. Das also zu mir. Ich habe darauf verzichtet, eine Gliederung zu präsentieren, sondern ich werde im Grunde auf ja, 3 Dinge eingehen, nämlich zum einen, wie kann man denn Notizen festhalten? Dann werde ich, so wie es in der Ankündigung auch schon geschrieben steht, einmal was zum Thema Forschungsdatenmanagement sagen und dann diese beiden Bereiche zusammenführen und ein Tool vorstellen, mit dem man das Ganze meiner Meinung nach sehr gut bewerkstelligen kann. Aber nochmal zurück, wo ich herkomme und wieso ich mich eigentlich mit diesem Thema auseinandersetze. Denn Notizen sind ja irgendwie so das alltägliche Ding. Man schreibt sich eben schnell auf, was man sich merken möchte. Oder ein Einkaufszettel, ein kleines Post-it, die kleben dann überall, ne, in mehreren Schichten unterm Display vom Monitor und sowas. Aber ich habe mich deshalb damit auseinandergesetzt, weil das Ziel meiner Arbeit im Moment eigentlich ist, dass ich eine Doktorarbeit anfertigen soll, also promoviere. Ich sitze auch im Moment auf so einer Doktorandenstelle. Das heißt, meine Tätigkeit besteht so aus diesem Prozess. Ich recherchiere Dinge, ich lese Dinge, dann sollte ich das irgendwann zusammenschreiben und am Ende publizieren. Und das ist so prototypisch für alles, was in der Wissenschaft passiert. Aber ich habe festgestellt, dass es doch irgendwie eklatante Lücken gibt. Und diese Lücken ist nämlich das. Und überall da stehen ja eigentlich Notizen. Das heißt, zu all diesen großen Bereichen, Recherche, Lesen, Schreiben, Publizieren, gibt es in der Hochschullandschaft, wo ich herkomme, ein großes Angebot, Fortbildungsangebot und Beratungsangebot. Wie recherchiere ich? Was für Strategien entwickle ich da? Wie lese ich das? Also, wie kann ich mir ein wissenschaftliches Paper erschließen, gerade wenn ich vielleicht am Anfang meiner Karriere stehe und damit noch nicht so routiniert bin? Es gibt in den, wir haben es auch in der Teilnehmerliste gesehen, es gibt Schreibdidaktikzentren, die WissenschaftlerInnen und natürlich auch Studierende dabei beraten, Texte zu schreiben, wissenschaftlicher Art.
Und das Thema Publizieren ist natürlich bei den Bibliotheken und großen Verlagen auch nochmal ganz groß aufgehangen. Aber diese Lücken dazwischen, was eigentlich vom einen zum anderen führt, das wird nirgendwo explizit bearbeitet, zumindest in meiner Wahrnehmung so. Und deshalb fand ich es für lohnenswert, mich damit mal etwas intensiver auseinanderzusetzen und verschiedene Aspekte zusammenzubringen, mal drüber nachzudenken, wie ich eigentlich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und das hatte ich vor ziemlich genau einem Jahr einmal auf meinem Blog aufgeschrieben, nämlich was denn Notizen für WissensarbeiterInnen wie mich bedeuten oder sind. Und in dem Artikel habe ich einmal so ein bisschen die Geschichte aufgemacht, woher das eigentlich kommt, wie ich notiert habe, was für Tools und Werkzeuge ich benutzt habe. Und das geht im Grunde zurück bis an den Beginn meines Studiums. Also genau den Zeitpunkt, an dem mir niemand mehr gesagt hat, was ich aufzuschreiben habe, wie ich es aus der Schule kannte, sondern wo ich selbst dafür verantwortlich war, das selbst zu organisieren. Und wo auch dann davon abhängig ist, ob ich mein Studium erfolgreich abschließen kann oder nicht, wie gut ich notiere und wie ich mit diesen Notizen umgehe. Und ich glaube, dass das eine essentielle Fähigkeit ist für alle und jeden, der oder die sich mit diesem Thema Wissen aneignen und dann vielleicht im besten Fall auch noch weitervermitteln, beschäftigt. In diesem Artikel habe ich noch viel darüber geschrieben, mit welchen Tools ich das gemacht habe. Am Anfang mit so einem relativ günstigen Stift auf einem der ersten iPads, die das konnten, dann später mit textbasierten Tools, dann wieder mit dem Stift, weil dann die Technologie besser wurde und dann doch mal wieder auf Papier und so weiter. Es ging hin und her und ich habe lange, lange Zeit nach dem idealen Tool in Anführungszeichen gesucht und bin inzwischen der Meinung oder der Auffassung, dass ich das eine Tool für mich gefunden habe und welches das ist, werde ich später nochmal genauer sagen. Aber die allererste Frage, das habe ich ja eben schon angedeutet, ist, wie schreibe ich denn eigentlich auf? Sollte ich mit der Hand meine Notizen verfassen oder sollte ich das mit vielleicht dem Computer, also der Tastatur machen? Und was liegt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin näher, als tatsächlich mal die Wissenschaft zu befragen, ob es nicht dazu vielleicht Evidenzen gibt, die mir sagen, das eine ist vielleicht sinnvoller, wenn das Ziel sein soll, Dinge zu lernen und sich anzueignen, und das andere ist vielleicht weniger sinnvoll. Und in der Tat haben sich WissenschaftlerInnen diese Frage schon gestellt, denn es gibt Studien, die das Schreibverhalten bzw. dessen Auswirkung auf den Lernerfolg untersuchen. Und die wohl berühmteste darunter ist die von Müller und Oppenheimer 2014. Und die Autoren kommen dort zum Schluss, dass es besser sei, Notizen handschriftlich zu verfassen. Allerdings hat diese Studie einige methodische Mängel. Denn zum Beispiel wurden alle Probandinnen in dieser Studie randomisiert zugeordnet, ob sie für diese Studie Notizen handschriftlich anfertigen oder mit einer Tastatur anfertigen. Das heißt, möglicherweise vollkommen entgegengesetzt eigener Präferenzen oder eigener schon bereits entwickelter Strategien. Und deshalb kann man die Aussage dieser Studie nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Die hat, steht hier klein an der Seite, zufällig auch noch diesen reißerischen Titel, dass hier steht, The pen is mightier than the keyboard. Das wird viel zu oft so rezitiert, stimmt aber, wenn man genau hinschaut, leider gar nicht so. Das haben auch Folgestudien so gesagt. Uri et al. Hat zum Beispiel tatsächlich 2021 in einer direkten Replik auf diese Studie von Müller und Oppenheimer eine ähnliche Untersuchung durchgeführt. Und auch die Kollegen Aufenanger und Bastian hier aus Deutschland haben das in 2020 gemacht. Und beide konnten keinen signifikanten Effekt auf die Lernleistung in Abhängigkeit von Handschrift oder Computerschrift feststellen. Das heißt, ob jetzt von Hand geschrieben oder mit dem Computer getippt, die Wissenschaft kann uns da keine eindeutige Handlungsanweisung geben. Aber sei es drum, wir befassen uns heute mit dem Thema digitale Notizen. Trotzdem möchte ich nochmal darauf eingehen, was denn so die Eigenschaften von verschiedenen Notizen sind, nämlich einmal von digitalen Notizen im Vergleich zu analogen oder handschriftlichen Notizen, um mal dieses Spannungsfeld analog-digital, so richtig oder falsch es denn sein mag, aufzuspannen. Die Listen, die jetzt kommen, sind unvollständig und natürlich könnten wir vermutlich den restlichen Abend damit verbringen, nur darüber zu sprechen, was die Vor- und Nachteile verschiedener Notizformate sind. Aber ich habe mir mal ein paar rausgegriffen, die ich finde, es wert sind, in Überlegungen einbezogen zu werden, wenn ich plane, mir ein neues Notizsystem anzueignen. Ich beginne mit der digitalen bzw. Computerschrift. Ich brauche nämlich als allererstes ein digitales Endgerät, um diese Notizen zu verfassen, sei es mein Smartphone oder eine Tastatur.
also ein Computer. Ich brauche also irgendein Endgerät, mit dem ich diese Notizen verfassen kann. Und davon bin ich abhängig. Und meistens brauche ich dann dazu auch noch einen Stromanschluss oder ich muss mich darauf verlassen, dass die Batterie geladen ist. Und bei vielen digitalen Tools, die Dateien in der Cloud speichern, brauche ich auch noch eine funktionierende und schnelle Internetverbindung in der Regel. Dann kann ich aber relativ schnell eine neue Datei erzeugen. Ich habe quasi unbegrenzt Platz für diese Dateien. Das geht sehr schnell. Und ich kann auch zum Beispiel ein Word-Dokument erzeugen. Das ist einfach eine leere Seite und ich kann losschreiben. Das ist also relativ niederschwellig dann. Die Struktur innerhalb dieser Dateien ist dann zunächst linear, weil ich einfach vorne anfange zu tippen und jedes Mal, wenn ich Enter drücke, kommt eine neue Zeile. Brauche ich Ihnen oder euch allen nicht erklären. Wir kennen das zu Genüge. Es ist aber trotzdem relevant, denn diese Struktur ist wirklich nur zunächst linear. Ein großer Vorteil, wie ich finde, ist, dass digitale Notizen auch in großen Mengen schnell durchsuchbar sind, eben durch Suchmaschinen auf unseren Betriebssystemen, ne, oder wenn es tatsächlich dann am Ende im Netz steht, durch die großen Suchmaschinen im Internet. Und diese digitalen Notizen sind auch im Nachhinein, Jahre nachdem ich sie ursprünglich erstellt hatte, editierbar, ergänzbar. Und ich kann sie auch multimedial erweitern. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Bild reinpacken oder ein Video oder ein ganz anderes Dokument. Ich kann ja zu einer Notiz irgendein PDF dazu packen, auf das ich mich da beziehe. Das geht handschriftlich vermutlich nicht ganz so einfach, denn auch hier brauche ich erstmal ein Werkzeug. Da ist es dann meistens Stift und Papier oder Stift und irgendeine andere beschreibbare Oberfläche. Auch das sind Werkzeuge, auf die ich angewiesen bin. Ich muss dann sicher sein, dass der Bleistift gespitzt ist oder dass mein Kugelschreiber-Füllfederhalter genug Tinte hat. Also auch hier bin ich von Werkzeugen abhängig, aber von anderen Werkzeugen. Ich kann handschriftlich Notizen viel schneller verfassen und sie auch relativ schnell runterschreiben im Sinne von, ich kann zum Beispiel Diagramme skizzieren oder ich kann ganz schnell tabellarische Aufstellungen machen. Jeder, der schon mal Word verwendet hat, weiß, dass es dort unter Umständen mit viel Aufwand verbunden ist. Das heißt, ich kann diese Struktur quasi während des Notizschreibens schon festlegen. Und das kann natürlich auch beim Nachdenken helfen. Ja, also dieses Konzept des Schreibdenkens trägt hier auf jeden Fall große Früchte. Aber die Notizen sind linear und bleiben das auch. Wenn ich ein Blatt vollgeschrieben habe, ist es schwierig, nochmal irgendwo 5 Zeilen einzufügen. Wenn ich ein Notizbuch habe sogar, dann habe ich auch noch eine endliche Anzahl von Papierseiten, die ich von vorne nach hinten durchblättere. Oder ich muss mir ein sehr ausgefuchstes System ausdenken, wie ich mich darin zurechtfinde, wenn ich es denn nicht von vorne nach hinten beschreiben möchte. Und genau diese Begrenzung, wie viel Platz ich auf dem Papier habe, finde ich, ist einer der größten limitierenden Faktoren, wenn es darum geht, Notizen handschriftlich auf Papier zu verfassen. Jetzt heißt natürlich mein Vortrag hier mit digitalen Notizen zur Wissensdatenbank. Ich glaube, es ist eindeutig, auf welche Seite ich mich hier stelle oder wo ich persönlich die größeren Vorteile sehe. Aber ich glaube, deswegen seid ihr alle ja auch da.